Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes Fischer. Ich befinde mich hier in den Räumen der Münchner Schachakademie, um Stefan Kindermann zu interviewen. Stefan Kindermann war lange Jahre einer der besten deutschen Großmeister, ist Autor und Verfasser oder Autor zahlreicher populärer DVDs und Leiter der Schachakademie München und der Schachstiftung München und hat vor kurzem 60. Geburtstag gefeiert und das möchte ich zum Anlass nehmen, einen Rückblick zusammen mit Stefan, einen Rückblick auf eine bemerkenswerte Karriere zu machen. Hallo Stefan, erstmal nachträglich alles Gute zum 60., wenn das ein Anlass ist, zu gratulieren. Ja, du bist, ich hatte es in der Anmoderation gesagt, du bist Großmeister und warst jahrelang einer der stärksten deutschen Spieler. Außerdem hast du zahlreiche Bücher geschrieben und bist Autor einer Reihe populärer DVDs und du bist Mitgründer und Leiter der Münchner Schachakademie und der Münchner Schachstiftung. Und du hast den sogenannten Königsplan entwickelt. Was ist das und welche Rolle spielt Schach dabei? Ja, also dazu muss man sagen, den Königsplan habe ich zusammen mit dem Professor Robert von Weizsäcker und auch mit der Diana Dengler zusammen entwickelt. Mhm. Und hier ist einfach die Grundidee, die besten Strategien, also Denkstrategien und mentalen Ansätze von Schachmeistern, von Schachgroßmeistern fürs allgemeine Leben zu nutzen. Also sprich, das ist ein handfestes Modell für Planen und Entscheiden in allen möglichen Situationen. Mhm. Also ich habe auf der Webseite gesehen, dass der Königsplan mit dem Motto wirbt, Strategie der Schachgroßmeister für Entscheider. Schachspieler, man muss es so sagen, gelten allerdings gemeinhin weniger als tatkräftige Macher und Entscheider, sondern stehen eher in dem Ruf, vergeistigt, unpraktisch und tendenziell weltabgewandt zu sein. Wie geht das zusammen mit den Ideen des Königsplans? Naja, zum Ersten, wenn man die heutigen modernen, jungen Top-Schachprofis anschaut, stimmt das ja noch nicht mehr so ganz. Also der Carlsen schaut ja noch nicht sonderlich vergeistigt aus, beispielsweise. Aber, aber natürlich gehört zusätzlich, um jetzt ein erfolgreicher Manager oder Unternehmer eben zu sein, gehören natürlich auch noch zusätzlich noch andere Fähigkeiten dazu. Aber die Idee beim Königsplan ist, das, was im Denken und Schaffen und den Ansätzen der Schachgroßmeister nützlich ist, das in deren Welt zu übertragen. Und dass das sehr gut funktioniert, sieht man am einfachsten, wenn man sich Leute anschaut, die früher teils sogar Schachprofis oder sehr starke Schachspieler gewesen sind mhm. und dann eine unternehmerische oder eben zum Beispiel Managerkarriere eingeschlagen haben. Mhm. Also in Deutschland zum Beispiel der Richard Lutz zu nennen. Der Bahnchef, ein sehr starker Schachspieler war. Der Deutsche Bahn, ja. Oder zum Beispiel den Ken Rogoff, der ja auch Schachgroßmeister ist und tatsächlich dann von 2001 bis 2003 war Präsident des Internationalen Währungsfonds, ist jetzt ein Top-Ökonom. Und ich habe mit vielen erfolgreichen Unternehmern im Laufe der Jahre jetzt gesprochen, teilweise sehr prominent, teils weniger prominent, die starke Schachspieler waren oder immer noch sind natürlich. Und die haben alle unisono bestätigt, dass sie total viel von dem profitiert haben, was sie im Laufe ihrer Schachkarriere im Schach gelernt haben. Kannst du ein Beispiel geben, wie das Schach konkret hilft, Denkprozesse im Alltagsleben zu unterstützen? Also ein Beispiel, ein konkretes Beispiel, was Teil des Königsplans ist und was du diesen Leuten beibringst? Naja, also das ist natürlich ein bisschen komplex, weil der Königsplan zieht sich über 7 Stufen, die aufeinander aufbauen. Aber um eine aus der 3. Stufe als Beispiel rauszugreifen, ist ein grundlegender Unterschied zwischen, was man im Schach tatsächlich konkret auch untersucht hat, zwischen einem weniger erfahrenen Schachspieler und einem starken Schachspieler. Und das lässt sich eben absolut perfekt auf jede Entscheidungssituation im allgemeinen Leben übertragen, ist, dass sie, wenn sie jetzt eben vor einer schwierigen Aufgabe, vor einem Problem stehen und jetzt nach einer Lösung suchen. Und das kann natürlich im realen Leben in jeder Situation genauso sein. Wenn ich für mein Unternehmen eine neue Strategie suche, nicht weiß, soll ich ein neues Produkt entwickeln, brauche ich einen neuen Kooperationspartner, muss ich die Preise senken oder heben oder was immer oder völlig neue Ideen entwickeln, dann ist der typische, also wenn man es auf die Schachsituation überträgt, dann ein Schachspieler, der weniger erfahren ist, mit einer neuen, schwierigen Situation konfrontiert. Entweder hat gar keine Idee, also fällt ihm gar nichts ein, sozusagen Stuck State, bleibt stecken, oder hat eine Idee und freut sich und entwickelt diese Idee irgendwie weiter und versucht, was draus zu machen. Mhm. Und der große Unterschied ist von einem starken Schachspieler, dass er ganz automatisch diesen Prozess durchläuft, den man in der Wissenschaftstheorie Falsifikation nennt. Okay. Das heißt, im ersten Moment schaut er schon vielleicht, was ist jetzt die genialste Kombination, die hier möglich ist, aber er wird sofort im nächsten Moment zu seinem eigenen Kritiker, zu seinem eigenen Advocatus Diaboli und fragt sich sofort selber, wo könnte der Haken sein? Mhm. Wo ist der Fehler an meiner Idee? Mhm.
Woran kann es vielleicht scheitern? Also praktisch für These und Antithese. Und erst aus diesem Zusammenspiel aus These und Antithese, also praktisch, wenn diese erste Idee diesen Kritiker überlebt hat und praktisch vielleicht berechtigte Einwände des Kritikers noch mit eingearbeitet hat, dann entsteht erst die Synthese, dass man sagt, okay, das hat dem Stand gehalten, meine Idee. Ich kann wirklich was drauf aufbauen. Okay, das erinnert mich auch an ein anderes Motto, mit dem auch geworben wird für den Königsplan, und zwar intelligente Intuition im digitalen Zeitalter. Was verstehst du unter intelligenter Intuition? Ja, also natürlich, das intelligente Intuition ist zusammengezogen. Es müsste, wenn man es ausschreibt, müsste es eigentlich heißen, intelligenter Umgang mit der eigenen Intuition. Ah, okay. Und das ist ein Lieblingsvortragsthema von mir, aber ist natürlich auch in den Seminaren integriert, weil tatsächlich gerade für Führungskräfte heute immer noch der Umgang mit der Intuition so ein bisschen eine Grauzone ist, beziehungsweise man traut sich nicht so zu sagen, das ist eben mein Bauchgefühl, ich kann es gar nicht erklären, Leute, wir müssen das unbedingt so machen oder wir müssen das Projekt anpacken oder es sein lassen, aber ich kann es überhaupt nicht erklären. Und als Schachspieler hat man die gute Möglichkeit, das überzeugend darzustellen, dass es eben ganz anders ist, dass das Bauchgefühl und die Intuition unglaublich wertvoll sind. Denn der Schachspieler hat in der Öffentlichkeit meistens das Image eigentlich so des wandelnden Computers auf zwei Beinen. Genau, ja. Sozusagen der Homo economicus, rein logisch, keinerlei Gefühle. Der alles ausrechnet. Aber jeder natürlich, der selber Schachspieler, weiß, dass das völliger Quatsch ist. Und wenn man sich das näher anschaut, dann ist genau wie im wirklichen Leben so, dass ein riesiger Anteil, um gut Schach spielen zu können, eben Bauchgefühl und Intuition sind. Ohne das wäre es gar nicht möglich. Allein wenn man diese unglaubliche Zahl von Möglichkeiten sich anschaut, weiß jeder also heutzutage, weiß er 20 Züge im ersten Schwarz, auch 20 sind schon 400 Möglichkeiten und so weiter. Und das nach wenigen Zügen, das schon im absoluten Millionenbereich ist. Und natürlich die reine Ratio-Logik wäre völlig überfordert. Aber wie funktioniert es denn, dass der Schachspieler so etwas erwirbt wie Intuition? Ja, klar. Und gibt es da qualitative Unterschiede? Ja, sehr große Unterschiede. Der erste Punkt ist natürlich unser Modell. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, metaphysisch-esoterische Modelle ausklammert, dann speist sich unsere Intuition natürlich zu allergrößten Teilen aus dem Erfahrungsschatz und dem Wissensschatz unseres gesamten Lebens. Das heißt, die erste Voraussetzung, um eine gute Intuition zu haben, ist, dass man einen großen Wissens- und Erfahrungsschatz anhäuft. Der zweite Punkt ist aber, dass für die Entwicklung jeder Fähigkeit gibt es eine ganz entscheidende Voraussetzung, und zwar ist das Feedback zu bekommen. Nur wenn ich über die Qualität der Entscheidungen und meiner Aktionen, die ich unternehme oder Entscheidungen, die ich treffe, ein eindeutiges Feedback habe, dann weiß ich, hat das gut funktioniert oder nicht, und dann kann ich das entsprechend ausrichten. Also nur kurz abzurunden, und der Schachspieler ist in der luxuriösen Lage, was wohlgemerkt in anderen Lebensbereichen nicht so einfach ist, dass es ein sehr klares Feedback über die Qualität seiner Entscheidungen gibt. Also ich fange als Anfänger mit A4 und H4 an. Und entweder sagt man mir, das ist schlecht, oder ich stelle fest, wenn ich gegen stärkere Gegner spiele, dass ich damit keinen Erfolg mehr habe. Ja, klar, das ist jetzt in praktischen Partien, aber was natürlich für Schachspieler selbstverständlich ist und denen deswegen gar nicht so ins Bewusstsein tritt, abgesehen von der Spielpraxis, die natürlich auch sehr wichtig ist, ist, dass ja ganz alle Schachspieler aller Levels praktisch mit Schachaufgaben arbeiten. Und diese Schachaufgaben sind nichts anderes als auch Tests für die eigene Intuition. Intuition plus natürlich auch so Rechenvermögen, aber auch der Intuition. Dass ich nämlich diese Aufgabe vor mir habe, und welche Idee kommt mir jetzt? Was sind die richtigen Ideen? Was sind die richtigen Züge? Und je nachdem, wie tief ich ja die Varianten auch ausarbeiten kann. Und dann kriege ich aber sofort Feedback, wenn ich bei der Lösung nachschlage, war das richtig oder nicht? Und damit, dass alle Schachspieler ein bisschen besser werden, haben sich ja Zehntausende solcher Aufgaben gelöst. Und dass das natürlich zusätzlich jetzt zu der Spielpraxis und den Feedbacks, die sie von den Resultaten kriegen, eine riesige Basis bildet für eine gut funktionierende Intuition. Okay, aber was ist mit diesem Phänomen, dass Schachspieler, die länger Schach spielen, die haben ja mehr Erfahrung, die haben einen größeren Wissensschatz, aber die spielen praktisch, wenn sie älter werden, schlechter? Woran? Das ist ein sehr guter Punkt. Das hängt auch zusammen natürlich mit, was im Alter sich verändert, dass eben die fluide Intelligenz, also das schnelle Flüssige sozusagen abnimmt, und die kristalline Intelligenz, also das, was verfestigt ist, eben bleibt und stabiler ist. Aber tatsächlich ist der praktische Punkt der, dass im Schach wie im wirklichen Leben ist, das eine ist die Erfahrung, also praktisch, ich habe eine neue Situation und schaue nach, woran erinnert mich das, was gleicht dem.
Aber das Zweite ist, im Schach weiß ja jeder Schachspieler, dass wenn ein Bauer verschoben ist oder nur die andere Seite am Zug ist, dass sich auch die Bewertung der Stellung völlig verändern kann. Mhm. Das heißt, das Geheimnis, um in einer konkreten Partie oder auch im Leben jetzt allgemein die optimalen Entscheidungen zu treffen, muss ich zwar mein gesamtes Wissen mitnehmen, und das geht im Alter durchaus natürlich noch sehr gut und ich habe eine größere Wissensbasis, aber die Fähigkeit, ganz konkret sich spezifisch anzupassen und genau zu schauen, was ist verschieden. Was ist das Eigentümliche, was ist das Einzigartige an dieser Konstellation, an dieser Schachposition oder im allgemeinen Leben, an der Situation? Das nimmt ab dann, weil es viel Kraft erfordert. Okay, also reden wir mal über deine Schachkarriere. Du hast, wenn ich das richtig erinnere, dich früh dazu entschieden, Schachprofi zu werden. Und du warst etwa 20 Jahre lang Schachprofi. Jetzt gibst du Managementseminare und hältst Vorträge bei Führungskräften. Wie kam es zu dieser auf den ersten Blick doch ungewöhnlichen Karriere? Naja, das war also tatsächlich so ein schleichender Prozess. Aber tatsächlich hat mich schon, ich war echter Profi ungefähr bis 1995 und habe danach eine spezielle psychologische Ausbildung gemacht, also in dem Fall im NLP, also neurolinguistisches Programmieren, und habe dann auch einen Masterabschluss und habe eben einige Zeit lang hauptsächlich als Coach eben auch gearbeitet, nachdem ich kein Schachprofi mehr war. Und schon damals hat mich dieser Gedanke fasziniert, dass es doch toll wäre, wenn man die besten Strategien aus dem Schach, also die besten Denkansätze, aber auch die besten mentalen Ansätze aus dem Schach für die allgemeine Welt nutzbar machen könnte. Wenn ich fragen darf, warum hattest du keine Lust mehr, Schachprofi zu werden? Gab es kein Geld mehr oder warst du des Spiels überdrüssig oder was ist passiert? Naja, es waren so drei Elemente, die zusammengetroffen sind. Das erste war, dass eben, wo ich in meiner absolut Höchstform auch war, 1995 und damals als erster Deutscher seit vielen Jahren sein Zonenturnier vor Kotschner damals auch gewonnen hatte und qualifiziert gewesen wäre für die nächste Stufe, also Interzonenturnier zur Weltmeisterschaft. Da war damals genau die Spaltung der Schachwelt mit Kasparov Short. Und da sind die ganzen Strukturen auseinandergeflogen und es gab keine weitere Qualifikationsstufe mehr. Ich saß da sozusagen 2 Jahre auf dem Trocknen. Das Interzonenturnier wurde also abgesagt? Ja, genau. Ja. Es gab erst viel später dann das erste K.O.-Turnier, dann Ende 97. In Groningen, glaube ich, war das. Ja, zum Zweiten war damals diese sehr traurige Geschichte mit Bayern München, die Mannschaft, für die ich ja sehr lange gespielt hatte, wo der Sponsor, mit dem ich auch persönlich eigentlich dachte, ein sehr gutes Verhältnis zu haben. Heinrich Jellissen, genau, ja. Der sich dann letztlich als Hochstapler herausgestellt hat und für heutige Verhältnisse Peanuts, aber damals war es viel Geld, ich glaube so 24, 25 Millionen mit sich genommen hat und vor allem aber die Gelder von all den Leuten, die ihm auch persönlich vertraut haben. Also sprich, dass auch alle Ersparnisse weg waren, die ich damals als Schachprofi aufgehäuft hatte. Zusätzlich war es auch mit Bayern München und wir waren ja eine tolle Mannschaft. Wir waren ja in 14 Jahren, glaube ich, 9-mal Deutscher Meister und Europapokal gewonnen. Das war auch vorbei. Ja, Jellissen galt ja lange Jahre als Lichtgestalt des deutschen Schachs. Ja, das war eine Blendung. Eine Blendung. Aber gut. Ja, und das Dritte war, dass er nicht nur mich natürlich getroffen hat, aber das war auch die erste Branche als Schachprofi, die es ihm erwischt hat, diese Öffnung des Ostens, dass eben vor allem die Starthonorare weggefallen sind und dadurch, dass sehr gut ausgebildete und Spieler aus der Sowjetunion vor allem, aber aus anderen Ostländern dann frei in den Westen kommen konnten, ist das System mit den Starthonoraren zusammengebrochen. Mhm. Es gab keine Startgelder mehr, weil die sind für fast nichts gekommen. Und es hat dadurch natürlich die ökonomische Situation der Westprofis ja auch in dem Bereich deutlich verschlechtert. Aber kommen wir nochmal auf den Anfang deiner Schachkarriere zurück. Weißt du noch, wann und wie du Schach gelernt hast und was dich an dem Spiel so fasziniert hast? Ja, das ist insofern sogar eine ganz lustige Geschichte, weil gelernt habe ich es ja schon so mit 6 Jahren rum, aber es hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe nicht verstanden, warum das irgendwie interessanter oder lustiger sein soll als Mensch, ärgere dich nicht oder Halma oder sowas. Und dann habe ich viele Jahre nicht mehr gespielt. Und dann habe ich erst, wie ich 11 Jahre war, im Landschulheim gegen einen Klassenkameraden gespielt und habe verloren, was mich sehr geärgert hat, weil ich schon immer ein schlechter Verlierer war. Und daraufhin hat mich das Spiel zwar immer noch nicht interessiert, aber ich wollte mich revanchieren und habe mir daraufhin ein Schachbuch gekauft. Darf ich fragen, welches? Ja, das hieß Freude am Schach von Gerhard Henschel. Ah, okay, ja. Und durch dieses Schachbuch dadurch habe ich dann verstanden, was für eine Faszination, was für eine ganze Welt eben im Schach drin steckt. Und dann ist eine totale Leidenschaft eben losgegangen. Okay. Und das Lustige an der Geschichte ist, dass mir jetzt viele Jahre später klar geworden ist, dass vielleicht auch was Schicksalhaftes, Symbolisches hatte, denn der Name dieses Klassenkameraden, den ich verloren habe, war Königsbauer. Königsbauer, okay. Das ist ja so ein kleines Highlight deiner Karriere, aber gibt es noch andere Highlights
deiner Karriere? Momente, an die du dich besonders gerne erinnerst, besondere Erfolge, besondere Partien, besondere Momente? Naja, so das nächste Highlight, mit dem ich dann auch etwas bekannt geworden bin, war, wie ich damals diesen sogenannten Däne-Pokal eben gewonnen habe als Außenseiter. Der war damals noch relativ stark besetzt. Also da haben auch Leute mitgespielt, die mit so zu den Top Ten in Deutschland gehört haben. Und das war so ziemlich harter K.O.-Modus ja auch dann. Mhm. Und da habe ich mich eben damals durchgesetzt und habe das Finale in Berlin damals gegen Werner Reichenbach gewonnen. Gegen Werner Reichenbach, ja. Aber der war damals noch ganz gut. Also. Und war da so in den deutschen Meisterschaften vorne mitgespielt. Ja. Und das war natürlich so das Nächste. Und dann hatte ich einen kleinen Flop sozusagen, weil habe ich schon vor, ich wollte ja schon mit 14 Jahren, habe ich verkündet, dass ich Schachprofi werden will und habe zwar das Abitur noch gemacht eben. Mit 14? Mit 14. Und wie kam es zu dieser doch sehr frühen, dezidierten Entscheidung? Das war völlig intrinsisch, also kam absolut von innen heraus. Das war meine absolute Leidenschaft und ich wollte nichts anderes machen. Und was haben deine Eltern dazu gesagt? Ja, die waren jetzt nicht sehr begeistert, weil ich komme ja aus einer Professorenfamilie, also alles Akademiker, also ich war dann das schwarze Schaf der Familie. Ich meine, meine Eltern sich dahingehend durchgesetzt, dass ich noch das Abitur gemacht habe, wobei ich damals schon zu Recht die Meinung hatte, ich werde es nie im Leben brauchen. Aber ich habe etwas Philosophie noch studiert, aber tatsächlich war ich dann schon nach dem Abitur im Schachprofi. Und Schachprofi heißt auch, du hast dein Geld mit Schach verdient. Genau, absolut. Ja. Ich war in dem Sinn echter Schachprofi, also echter in dem Sinn, dass ich wirklich von Turnierspielen, also von Preisgeldern, Honoraren eben gelebt habe. Okay. Nicht von Training geben oder Bücher schreiben oder so. Okay, und das hat dir Spaß gemacht? Ja, absolut. Das war damals meine totale Leidenschaft. Ja. Gibt es denn bestimmte Partien, wo du sagst, die sind mir besonders gut geglückt? Also wenn du jetzt eine Partiensammlung oder sagen wir mal nur ein oder zwei der besten, wo du sagen würdest, das sind Partien, wo ich inspiriert war, wo ich kreativ war, wo alles gestimmt hat. Interessanterweise aus meiner Sicht die vielleicht beste Partie, die ich je gespielt habe, was war, die ist mir erst kürzlich gelungen, lustigerweise. Obwohl ich ja sonst insgesamt mein Schachniveau leider mangels Praxis und mangels eigener Vorbereitung und so weiter natürlich deutlich runtergegangen ist. Aber das war letztes Jahr beim Turnier in Südtirol gegen einen amerikanischen internationalen Meister namens Sarka. Mhm. Da habe ich wirklich eine aus meiner Sicht perfekte Partie gespielt. Also ich glaube auch 16 Züge in der Mittelspielstellung korrekt vorausberechnet. Und 16 Züge vorausberechnet? Das war eine sehr gute Partie dann. Okay. Aber sonst natürlich im früheren Verlauf, also zum Beispiel, obwohl die Partie qualitativ jetzt gar nicht gut war, aber dass ich damals in der Bundesliga gegen Boris Baski gewonnen habe, war noch recht gut war, also Anfang der 80er Jahre. Okay. Die Partie war ziemlich katastrophal, aber trotzdem ein Sieg gegen Baski war natürlich was Besonderes. Sieg gegen Baski, ja. Also wenn du mit 14 Profi wolltest, dann beschäftigst du dich ja fast seit einem halben Jahrhundert intensiv mit Schach. Woher kommt diese anhaltende Faszination? Naja, das ist natürlich, ich denke, das ist die Fähigkeit, die im Schach drin steckt. Damit bin ich natürlich nicht alleine. Also wenn man mal in die Schachwelt eingetaucht ist und verstanden hat, was für eine unglaubliche Vielfalt und für Abenteuer und Möglichkeiten drinstecken, dann ist es leicht, beim Schach sein Leben lang zu bleiben. Also das ist jetzt, glaube ich, nichts Besonderes dann. Ja gut, aber es gibt ja auch Spieler, die dann irgendwann sagen, es langweilt sie, es ist immer das Gleiche, die Kombinationen sind immer das Gleiche. Richtig. Man redet vom Remis-Tod des Spiels. Also von guten Spielern kenne ich eigentlich keinen heutzutage, der das sagt. Aber gut, also, aber gut, bei mir ist ja so, dass ich das dann eben umgeformt habe, also indem ich versuche eben, das war eben der Ausgangspunkt sowohl unserer Schachakademie eben als unserer Schachstiftung, als auch von diesem Königsplan-Vorträgen und Seminaren, das mich besonders fasziniert, was ist das Wertvolle, was im Schach drin steckt? Mhm. Und was kann das dem anderen Menschen geben in völlig unterschiedlichen Bereichen, also vom Schulkind bis hin zum Topmanager oder bis zum Senior. Kannst du noch mal sagen, was genau die Schachakademie und die Schachstiftung ist, was ihr da macht, welche Ziele ihr verfolgt? Ja, also die Schachakademie haben wir jetzt so vor 14 Jahren ungefähr gegründet und da war das ursprünglich das Ziel, eben einfach erstmal Schachunterricht auf hohem Niveau zu geben. Mhm. Und, aber das war gerade auch die Zeit, wo diese ersten Studien publiziert wurden, dass im Schach gerade für Schulkinder eben sehr viel zu bieten hat. Und es haben der Ausgangspunkt, dann immer unsere Schachstiftung zu gründen, weil da der Hintergrund war, dass gerade unser Stiftungsgründer und auch mit sehr guter Freund von mir und der auch eben uns das Risikokapital ursprünglich für die Schachakademie gegeben hat, der Roman Krulich, der ein sehr erfolgreicher Immobilienunternehmer, aber auch sehr guter Schachspieler ist, hat auch ELO so 2200 rum und ist total schachbegeistert. Und der wollte genau wie wir eben ganz dezidiert etwas für Kinder und Jugendliche machen. Mhm. Und gerade Kinder und Jugendliche, aber
denen es nicht so gut geht, also die aus armen Familien kommen, mit Migrationshintergrund und Ähnlichem, die können sich unsere Schachkurse erstmal nicht leisten, und also die wir mit der Akademie gemacht haben. Und als Start-up konnten wir auch nicht als Sponsor auftreten. Mhm. Und deswegen war die Idee, eine Stiftung zu gründen. Und da hat der Roman uns dann das Stiftungskapital gegeben und trägt auch die weiterhin bis heute an die Verwaltungskosten. Mhm. Und da war eben genau die Idee, die zu erreichen und denen über das Schach eben wertvolle Fähigkeiten fürs Leben zu geben. Und gibt es da Resonanz, Feedback? Kann man beobachten, ob das stimmt, absolut. Ob das Schach tatsächlich einen Unterschied macht? Ja, die Rückmeldungen, wir haben unterschiedliche Bereiche und die Rückmeldungen sind wirklich großartig. Und das hat sich ja wirklich innerhalb von München, wir sind ja regional hier tätig, also wirklich durchgesetzt. Am Anfang mussten wir viel Überzeugungsarbeit leisten, aber jetzt sind wir viel mehr Anfragen, als wir irgendwie bewältigen können. Und wenn wir doch so im laufenden Jahr, wenn wir die Projekte von Stiftung Akademie zusammennehmen, im laufenden Jahr ungefähr 1000 Kinder, die wir in unseren Projekten betreuen. Und gerade bei so Schulkindern in sozialen Brennpunkten, die von zu Hause wenig gefördert werden, ist ganz entscheidend, ihnen Selbstvertrauen mitzugeben. Dass sie merken, sie können noch knifflige Probleme lösen, sie bekommen einfache Denkstrukturen auf spielerische Art und sie merken, sie schaffen es und es macht sogar Spaß dann. Okay. Und die wichtigste Vorgabe an unseren Trainern ist eben, diesen Erfolgserlebnisse zu geben, dass sie Spaß haben und merken, ich kann was. Also es geht gar nicht so sehr darum, zu gewinnen und möglichst erfolgreicher Schachspieler zu sein, sondern die Auseinandersetzung mit dem Spiel und mit sich selber. Genau, und vor allem, wir nennen das eben, wir haben eine eigene didaktische Methodik entwickelt, wir nennen das eben Schach nach Königsplan. Mhm. Und das sind auch so ganz einfache Elemente aus diesem Strategiemodell Königsplan einfach eingebaut, aber auch viele spielerische Elemente, zum Beispiel, dass die Kinder selber die Figuren spielen, dass wir mit einem Schachmaskottchen arbeiten, Schachquiz, alle möglichen anderen Sachen. Aber das Ziel ist eben, dass sie tatsächlich nicht nur in Anführungszeichen Schach lernen, was ja nachweislich auch sehr nützlich ist, sondern dass sie tatsächlich für den, wenn sie in Zukunft die nächste Textaufgabe bewältigen müssen in Mathe oder wenn sie Stress am Schulhof haben, dass sie da mit diesen Methoden praktisch damit lernen, umzugehen. Okay, dann eine letzte Frage zum Abschluss. Was hat das Schach dir gegeben und welchen Rat würdest du Schachspielern geben, um besser im Schach zu werden, persönlich zu wachsen und mehr Spaß am Schach zu haben? Oh, das sind gleich viele Fragen auf einmal. Das sind drei, aber die sind ja miteinander verknüpft. Naja, letztlich kann ich sagen, dass ich Schach auf jeden Fall schon deswegen natürlich total dankbar bin, weil ja alle, meine gesamte Karriere und alles, was ich heute mache, baut ja letztlich auf Schach auf. Also insofern hat Schach mir wirklich sehr viel gegeben in allen Bereichen. Mhm. Und ich denke auch für meine geistige Entwicklung hat Schach also unglaublich viel mir gebracht. Und also da habe ich wirklich in allen Bereichen von Schach profitiert. Mhm. Ja gut, für andere Menschen, um besser zu werden im Schach, also ich denke, es ist eben die Kombination natürlich aus Schachpraxis und eben tatsächlich diesem intensiven Training. Man sagt ja heute, dass man, um wirklich gut in irgendeiner Sache zu werden, das Schach hat auch was anderes, dass man 10.000 Stunden ungefähr intensiven Trainings braucht. Welcome, Gladwell. Aber der Punkt ist, der manchmal nicht so berücksichtigt wird, ist eben die Qualität dieses Trainings. Okay. Es gibt natürlich Leute, die spielen ein Leben lang Schach oder machen irgendwas anders, ohne im Geringsten besser zu werden. Und der Punkt ist, das kann man sich am einfachsten im Vergleich mit dem Krafttraining vorstellen. Wenn man immer die gleichen Gewichte hebt, dann wird man keine Muskeln aufbauen. Mhm. Und genau ist im Schach auch so, dass man immer über das bisherige Level, also aus der Komfortzone rausgehen muss und dann was Anstrengendes. Also sprich, entweder noch schwierigere Schachaufgaben lösen, wo man dann vielleicht nur 50-60% davon richtig lösen kann. Ja. Oder natürlich immer gegen stärkere Gegner spielen, also statt immer gegen die gleichen, gegen die man vielleicht gewinnt. Und eben immer ein bisschen über das hinausgehen, was man bis jetzt schon geschafft hat. Und das ist anstrengend, das kostet Kraft und Energie. Und dafür wiederum braucht es natürlich eine innere Leidenschaft für die Sache dann. Mhm. Und das persönliche Wachstum, wie kann man mit dem Schach persönlich, oder was wäre dein Rat, den du Leuten geben würdest, um mit dem Schach persönlich zu wachsen, jenseits von Erfolgsideen und dem Wunsch, besser zu werden und mehr Elo zu haben oder eine bessere Defizit? Naja, da gerate ich jetzt in die Gefahr, Eigenwerbung zu treiben, weil das ist ja genau die Idee von diesem Königsplan-Modell, also das Buch dazu auch existiert von Professor Weizsäcker und mir. Mhm. Und auf Schach übertragen habe ich eben auch versucht, dass die wichtigsten Ideen, also für Schach speziell, eben auf einer DVD ja eben für Chessbase auch niederzulegen. Das ist ja der Königsplan zum Turniererfolg heißt, dass das genau, was ich aus diesen allgemeinen Strategien rausgezogen habe, versuche wieder so ins Schach rein zu projizieren, was man, sagen wir mal, als praktische Schachpsychologie bezeichnen kann. Also gerade zum Beispiel, wie gehe ich um in kritischen Situationen, wenn ich Angst habe oder gegen einen Angstgegner oder auch bestimmte Techniken des Variantenrechnens. Also sehr viele so praktische schachpsychologische Aspekte stecken da drin. Okay, dann nochmal die letzte Frage. Und wie kann man mit all dem mehr Spaß am Schach haben? Oder kommt es von alleine, wenn man den Königsplan macht und sich mit Schach beschäftigt?
Gut, ich denke, der eigentliche Spaß, gut, der eine Spaß kommt natürlich aus Erfolgserlebnissen, wenn man besser wird und Erfolgserlebnisse hat. Aber der andere Spaß ist, was immer eine völlig andere Ebene ist, wenn es einem gelingt, auch so eben so ein bisschen loszulassen und eben einfach zu spielen um des Spielens willen. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.